Bevor wir zum nächsten Redebeitrag kommen, wollen wir einmal ganz kurz die Forderungen des Bündnisses vorlesen, die diese Demonstration hier organisiert haben. Wir fordern die Beteiligung aller Staaten. Wir fordern einen globalen Transformationsprozess zur Beendigung der Verbrennung fossiler Energien. Wir fordern, dass die existierenden kolonialen Ausbeutungsstrukturen anerkannt und abgebaut werden. Wir fordern, dass gemäß der Menschenrechte alle Menschen gleich behandelt werden. Wir fordern die Abkehr von einer zerstörerischen Wachstumslogik hin zu einem Nachhaltigkeitssystem, das sich an ökologischen und sozialen Prinzipien orientiert. Diese Welt gehört nicht nur den G7,